als Doppelstopper. Lars Elstrup, der Däner, Sturmspitze. Rees im Mittelfeld, Ferrell, Sturmspitze. Der junge Pembridge im Mittelfeld mit Jason Rees, der gleich jung ist. Und Kingsley Black als zurückhängender linke Spitze. Das ist Lars Elstrup, der Däne. Auf ihn setzt Luton seine Hoffnungen. Er liegt mit 14 Toren an dritter Stelle in der englischen Torschützenliste in der ersten Division. Und dieser Mann führt die Torschützenliste an. Lee Chapman, gemeinsam mit Ian Rush von Liverpool und Matthew Letizier von Southampton, hat er bereits 16 Tore in der laufenden Meisterschaft erzielt. Ein großgewachsener 31-jähriger Stürmer, der bis jetzt eigentlich für den Aufwind gemeinsam mit Kapitän Gordon Strachan für Leeds United verantwortlich zeichnet. Das ist Lee Chapman. Vor allem gefährlich bei Kopfbällen. Und bemerkenswert, beide Stürmer haben ihre Tore, sowohl Chapman als Elstrup, nicht aus Elfmetern und Freistößen erzielt, sondern alle Tore aus dem Spiel, also aus Spielsituationen. Hier Leeds-Torhüter Lukic, sein Vater Jugoslawe. Der Schiedsrichter kommt aus Liverpool. Colin Trussell, ein erfahrener, routinierter Mann. Die Stimmung natürlich auf den Rängen großartig. Es kommt dazu, dass die Mannschaft von Leeds das erste Mal daheim einen vollen Erfolg landen will. Zuletzt hat man ja auswärts gespielt und auswärts Niederlagen bezogen. 0:3 gegen Liverpool am 1. Jänner und am 12. 0:2 gegen Norwich. Aber dann der Cup. 4:1 gegen Aston Villa, den zweiten der vorigen Meisterschaft. Beide Teams, Sie werden es bald bemerken, in einem sehr flexiblen 4-4-2-System, also mit zwei Sturmspitzen. Ich sage Ihnen dann gleich, wie die Formationen aussehen, die taktische Raumaufteilung hier aussieht. Mit Nummer 7, Gordon Strachan, schottischer Internationaler, der Spielmacher und Kapitän von Leeds United. Ein Mann, der das Publikum komplett auf seiner Seite hat. Die beiden farbigen Doppelstopper White mit der Nummer 6 und Fairclough mit Nummer 5 hier mit nach vorgekommen. Im Tor von Luton Town, ein Mann, der aus Everton gekommen ist, Alec Chamberlain. Ferrell, Sturmspitze bei Luton, und plötzlich ist Elstrup frei nach einem Fehler von Stirlings, dem rechten Verteidiger. Eine Riesenmöglichkeit für den Dänen, der aus Odensee hierher gekommen ist. Hier hätte Luton gleich nach 57 Sekunden genau in Führung gehen können. Riesenmöglichkeit für Lars Elstrup, den 27-jährigen Dänen, der um 12 Millionen Schilling, eine Rekordsumme für Luton Town, geholt wurde. Da hat Lukic Glück gehabt. Lars Elstrup. Das ist der Mann, der den Fehler gemacht hat. Mac Stirling, schon einmal im englischen Nationalteam gewesen. 29 Jahre alt. Die Abwehr von Leeds routiniert. Hier haben wir Stirling noch einmal. Stirling 29, Fairclough 26, White 29. Und der linke Verteidiger Snowden mit der Nummer 3, auch schon 30 Jahre alt. Sehr viel Tempo von Amphifan. Gordon Strachan, der eine Kolumne in einer lokalen Zeitung hat, hat angekündigt, wir werden so Druck machen wie gegen Aston Villa, den Gegner von Anfang an einschnüren. Wäre fast schief gegangen, hätte Lars Elstrup getroffen. Aber so kann Leeds das Vorhaben jetzt weiter fortsetzen. Luton, man sieht es dicht gestapelt in der Abwehr. Beide Verteidigungsreihen aber ziemlich auf einer Höhe. Pembridge, junger Spieler bei Luton. Farrell. Die Mannschaft kämpft mit Aufstellungsproblemen. Priest, routinierter Mittelfeldspieler, fällt wegen einer Grippe aus. Und so bekommen zwei junge Spieler heute eine große Aufgabe, das Spiel zu gestalten mit der Nummer 8. Jason Rees und eben Pembridge mit der Nummer 10. Zwei junge Waliser Spieler übrigens. Williams, Harvey. Sofort attackiert von Gordon Strachan. Ein bemerkenswerter Mann, 33 Jahre alt, 34 Mal in der schottischen Auswahl, Kandidat für den Fußballer des Jahres, zuletzt dank seiner guten Leistungen in dieser Saison bei Leeds. Erinnern wir uns an Strachan, 83 in Aberdeen,
Europapokalsieger gegen Real Madrid. Dann von 84 bis 89 bei Manchester United. Und daher werden Sie ihn wahrscheinlich kennen, wenn Sie den englischen Fußball lieben. Black. Rangelei hier zwischen Sterland und Black. Ziemliche Emotionen. Chapman. Hart attackiert hier von McDonough. Gar nicht zimperlich, dieser Darren McDonough, 28 Jahre alt. Hier der Kapitän John Dreyer, der mit McDonough im Zentrum der Lutoner Abwehr spielt. Sie kennen das ja, Libero spielt immer der, der gerade keinen Mann zu nehmen hat. Der zweite Mann nimmt die Sturmspitze. Harvey. Die Mannschaft von Leeds ist natürlich auch einem gewissen Druck ausgesetzt. Man erwartet in diesem Spiel sehr viel. Man hat in den letzten Heimspielen im Dezember klar gewonnen. 4:1 gegen Chelsea und 3:0 gegen Wimbledon. Das spricht eigentlich eine klare Sprache. Gute Aktion jetzt und fast ein Eigentor. Man hat in dieser Szene gesehen, in Bedrängnis, und wenn es läuft, dann spielt Leeds ganz hervorragend, einmal berühren. McAllister und abgefälschter Ball vom Kapitän John Dreyer. Der Torhüter Chamberlain ziemlich glücklich. Alle großen Spieler in solchen Situationen vorne, selbstverständlich auch einer von den Doppelstoppern von Leeds, Batty, für Karl Schatt, Elstrup, weit zurückgekommen, und Harvey. Luton hat zuletzt daheim gegen Chelsea 3:4 verloren, aber allein das Score, also die Tore, sagen eigentlich, dass das Spiel von Luton nie verloren gegeben wurde. Hat offensiv gespielt. Der 15. Tabellenrang täuscht hier ein bisschen. Denn Luton spielt einen technisch recht guten und vor allem kämpferischen Fußball. Er hat auch einige routinierte Spieler in seinen Reihen wie Williams oder Torhüter Chamberlain. Das ist aber der Liebling der Massen in Leeds. David Batty kommt aus Dublin, 22 Jahre alt. Wieder rau eingestiegen von McDonough. Hier Dreyer, der Kapitän. Chapman gedeckt jetzt von Dreyer. Bainbridge war das. Fairclough mit nach vorgekommen, und das ist Jason Rees, junger Waliser, der statt Brees hier für den Spielaufbau sorgen soll. Sie sehen ungeheuer starkes Vorchecking von Leeds. Man hat an der Attacke des jungen Mannes mit der Nummer 4 hier gesehen, von Batty. Ja, und da geht Chris White auf Nummer sicher. Ein routinierter Mann, dieser Chris White, hat 2 Jahre in den USA gespielt. Black mit der Nummer 11. Farrell und wieder. Batty, sehr laufstark, eigentlich überall auf dem Spielfeld zu finden. Sterling. Kein Offside. Strachan war im passiven Offside, aber Schiedsrichter hat nichts gegeben. Chapman. Eine Riesenmöglichkeit von Lee Chapman vergeben in dieser Situation. Es war eigentlich Offside von Gordon Strachan, aber er stand im passiven Offside. Man sieht es hier, Chapman kommt aus dem Hinterhalt. Nach diesem Pass von Sterling
Hat nur noch Chamberlain vor sich. Und vergibt. Tolle Möglichkeit hier für Lee Chapman. Gordon Strachan. Er ist das Herz und das Hirn, wie es so schön heißt, seiner Mannschaft. Natürlich mit seiner Routine, ganz klar. Hat sich auch wieder erfangen, hat sich im Jahr 85 einer Leistenoperation unterziehen müssen, hat das noch bei Manchester United verdaut und ist um 7 Millionen Schilling schließlich zu Leeds gekommen, wo er sogleich eine Leader, also eine Führerrolle übernommen hat. Es hat in der Nacht geregnet, das Spielfeld trotzdem in einwandfreiem Zustand. Es gibt dort eine Rasenheizung. In den knapp vorhergegangenen Einstellungen hat man sehr schön gesehen, wie hart hier gekämpft wird. Williams hier am Boden. Man schont sich überhaupt nicht. Hier McAllister gegen Williams. Und Williams muss gelaufen werden. Ein interessanter Mann. Sehr routiniert. Sechsmal im Team gespielt. Und McAllister ist um 20 Millionen Schilling von Leicester zu Leeds gekommen. Technisch gut beschlagen, sehr schnell, versucht seine Tore aus dem Hinterhalt zu erzielen, kommt immer aus der Tiefe des Raumes und wird auch meist gut von Petty oder von Strachan angespielt. Kann auch sehr viel mit dem Ball. Das ist Williams. Elstrup, Sterling, gut gemacht von Chapman, Speed, heißt übersetzt rasch oder geschwind, macht seinen Namen alle Ehre, Rieseneinsatz von McDonough, Harvey, Sie werden es bemerken, in vielen Situationen können die englischen Fußballer den Ball einfach noch bekommen, weil sie immer dran sind, weil sie immer laufen, weil sie nie stillstehen, das ist McDonough. Und Einwurf von Sterling. Jetzt wird der Druck von Leeds immer stärker. Snowden, der aufgerückte linke Verteidiger. Bemerkenswert, wie er sich wieder in die Mannschaft von Leeds gekämpft hat, hat einer fiebrigen Erkrankung gelitten und musste über ein Jahr pausieren, hat erst jetzt wieder in dieser Saison zu spielen begonnen. Auf der anderen Seite Luton dann mit sehr vielen jungen Spielern wie Bembridge, Oris, die auch erst im Dezember oder Anfang Jänner debütiert haben. Man führt ja hier in England ganz genau Statistik über den Werdegang und die Karriere aller Spieler. Sehr gut immer wieder die kurzen Einblendungen, wenn man sieht, wie einer von den Doppelstoppern die Sturmspitze attackiert beim Ausschuss. Da sind die englischen Kameraleute ganz perfekt, ganz genau. Das ist ja auch das Mutterland des Fußballs. Batty. Er wäre ganz glücklich, wenn er mal ein Tor schießen würde, denn es ist ihm viel gelungen, die Liebe des Publikums zu erwirken, der Mann mit der Nummer 4. Nur Tor hat er noch keines geschossen. Strachan. Herrliche Schubfall auf McAllister. Er wurde hier gehalten und gestoßen. Bin neugierig, was hier Schiedsrichter Trussell gibt. Fragt sich auch McAllister. Ja, es gibt Elfmeter. Der Liverpooler Schiedsrichter gibt Elfmeter. Hier schauen wir uns nochmal an, der Schubfall von Strachan. James hält hier den Leeds-Stürmer und McDonough stoßt ihn noch in der Luft weg. Und Elfmeter nun, wer wird sich den Ball auflegen? Ja, Gordon Strachan. Der Kapitän übernimmt diese Verantwortung. Acht Tore hat er bis jetzt für Leeds erzielt in dieser Saison. Das ist für einen Mittelfeldspieler ganz beachtlich. Und Tor! 13. Minute!
Leeds führt, wie es Gordon Strachan in seiner Kolumne in den lokalen Tageszeitungen angekündigt hat, in den Anfangsminuten 1:0. Elfmeter durch den Kapitän. Bombensicher. Hier spielt er seine ganze Routine und sein Können. Dass jetzt gesungen wird, das hören Sie. Faszinierend die Stimmung auf den Rängen. Es ist nicht ganz ausverkauft, aber 30.000 machen doch ziemlich viel Wirbel. Und die Zuschauer, die waren schon immer ein großer Rückhalt für die Mannschaft von Leeds. Auch im letzten Spiel gegen Aston Villa im Cup. Es ist natürlich auch eine große Belastung, diese sogenannten englischen Wochen. Und Wilkinson, der Manager, befürchtet, dass seine Mannschaft vielleicht mental etwas in der zweiten Spielhälfte zurückfallen könnte. Aber bei der Einstellung der Engländer, bei ihrem Willen und bei der Freude zu laufen, kann man sich das kaum vorstellen. Also, das 9. Tor hat Gordon Strachan erzielt. Mit Batty treibt er seine Mannschaft immer wieder nach vor. Aber in Kontern, da ist Luton gefährlich. Aus Standardsituationen, das hat man jetzt gesehen. Kopfball von Kapitän John Dreyer. Dieser John Dreyer ist von Oxford United gekommen um 3 Millionen Schilling. Hier sein Kopfball. Da hätte Lukic einige Mühe gehabt. 27 Jahre alt, der Kapitän von Luton Town mit dem 28-jährigen McDonough, ein sehr gutes Doppelstopperpaar. Manager Jim Ryan, aufseite. Manager Jim Ryan von Luton Town hat sich viele Spieler aus den unteren Divisionen geholt. So auch McDonough von Oldham um 1,8 Millionen Schilling. Spieler, die Herz und Können besitzen. Und das vor allem zeichnet ja den englischen Fußball aus. Snowden. In diesen Bildern sieht man das Tempo. Die Härte im Zweikampf. Snowden. Jetzt läuft der Ball ganz hervorragend. Vor allem in schwierigen Situationen bemerkt man das immer wieder. Einmal berühren. McAllister. Sterling. Ja klar, gestoßen von Lee Chapman. Tor von Speed zählt nicht. Schiedsrichter Trussell aus Liverpool gibt das Tor von Speed nicht. Flanke, schauen wir uns das noch einmal an. Von Sterling, Achtung. Ja, gestoßen von Chapman mit dem Ellenbogen. Und es bleibt also beim 1:0 durch Gordon Strachan. Bambridge. Das ist der 20-jährige Mark Bambridge gewesen. Ein Waliser, hat am Neujahrstag für seine Mannschaft, also für Luton Town, debütiert. James, der rechte Verteidiger. Ja, Fehler hier von Elstrup, hat ein bisschen das Selbstvertrauen verloren nach seiner vergebenen Chance gleich zu Beginn des Spiels. Und Lee Chapman. Das ist Mac Kinnigan, der Co-Trainer von Wilkinson. Ist jetzt gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, da stimmt etwas in der Raumabteilung nicht. Für die Lauffreudigkeitsvermögen, die englischen Fußball immer wieder Bälle zu erlaufen, auch wenn sie schlecht angespielt werden. Nur es ist immer irgendetwas los. Die Szenen wechseln sehr rasch und auch in diesem Spiel ist es so. Leeds möchte ja wieder den Liverpooler Clubs die Stirn bieten können, auch den traditionsreichen Londoner Clubs. In die Zeiten anschließen, an der ein Billy Bremner hier gekämpft hat, ein Alan Clark oder ein Jackie Charlton, der jetzt die irische Nationalmannschaft betreut.
Black, gute Flanke. Reese kommt nicht an den Ball, dafür Speed. McAllister, Batty, mit dem Ball sehr schnell, alle Spieler von Leeds. Und James. Elstrup. Black. Ich denke, der Black ist eigentlich ein Mann, der von der Schule weg für Luton gespielt hat. Spielt aber auch in der nordirischen Nationalmannschaft, weil seine Eltern von dort her kommen. Da regt er sich ein bisschen auf, aber ansonsten werden alle Entscheidungen von Schiedsrichter Trussell ganz ruhig hingenommen. Schiedsrichter unterhält sich immer wieder mit den Spielern, behandelt sie eher wie Kameraden, denn als Untergebene. Den Eindruck hat man manchmal bei Spielen europäischer Provenienz. Oder mitteleuropäischer. Das ist der Schiedsrichter aus Liverpool und hier Kingsley Black, 22 Jahre alt. Trotz seiner Jugend hat er schon 13 Mal für seine Nationalmannschaft gespielt. Ja, die Gangart von Luton wird jetzt etwas härter. Man will nicht Gefahr laufen, ein zweites Tor hinnehmen zu müssen. Wie? Der junge Mann kann die Initiative...